Hi und willkommen, mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ja, erst wie viel Mal stehen wir jetzt schon hier vor diesem blöden Treppe? Ja, vierte, fünfte Mal, keine Ahnung. Ich plane heute mal wieder zu versuchen, gegen den finalen Boss zu kämpfen. Ich bin auf Level 100 mit meinen Charakteren, was ihr wahrscheinlich im letzten Part schon gesehen habt, in den 100-Mann-Kampf, den ich mit jedem Charakter abgeschlossen habe. Und ja, wir versuchen das Ganze jetzt noch einmal. So, das sind die ganzen Fähigkeiten, die ich ausgesetzt habe. Ich habe ein bisschen so, weiß ich nicht, was ich eigentlich gerne da bis, was ich schon letztes Mal hatte, Lebensbonus und Mentalbonus habe ich ausgestellt, weil ja, ist jetzt nicht wichtig. Ich brauche die ganzen Fähigkeiten und die sind so, weiß ich nicht, 12, 16 Punkte wert. Also ja, muss ich abstellen. Ist jetzt nicht so, als würde ich hier irgendwie TP oder KP hochleveln nach dem Kampf oder so. Und ja. Ich habe mich mal entschieden, das hier auszurüsten. Amulett für Yuri und Flynn. Mystisches Symbol, Feenring, hier hat sich nichts geändert. Ich sollte vielleicht mal eine andere Konstellation probieren, aber nee, ich will jetzt hier hierbei bleiben. Das sind für mich die wichtigen Charaktere in diesem Spiel. Und ja, warum ich jetzt Amulett ausgerüstet habe, folgendermaßen. Ich habe nämlich hier geguckt, wo ist es? Warum steht hier eigentlich immer noch neu? Das tut mich ein bisschen stören, ehrlich gesagt. Wo ist es? Ich habe es hier irgendwo nachgeguckt, weil ich nicht genau wusste, da magische Beschwerden. Hier kann man nämlich nachgucken, was alles magische und physische Beschwerden sind, ne? Und physische Beschwerden sind versiegelte Art, Gift, Verunreinigung, Lähmung, Schwäche, also all das, mit was Duke um die Gegend wirft. Und magische Beschwerden sind hier Statusänderung, Schlaf, automatische Erholung, Bannzauber, also Dings, Konfusion. Und ja, das ist jetzt nicht so geläufig, deswegen habe ich ja die ausgerüstet. Deswegen haben wir die Dinger auch irgendwie bekommen, diesen komischen Labyrinth, was da ja links vom Duke ist, ne? Und ja, hoffentlich macht das jetzt das ein bisschen einfacher, ne? Ich bin 10 Level höher als beim letzten Mal. Das war schon beim letzten Mal relativ knapp und ja, gucken wir mal. Eine Sache habe ich noch gelernt mit Yuri, kalte Böe, ja, habe ich ja gesehen, dass der eingesetzt hat als Gegner und ja, wie ich mir gedacht habe, finaler Sturm und große Sintflut und ja, dadurch erlernt man kalte Böe, habe ich noch schnell gelernt und jetzt gehen wir da rein und versuchen uns noch mal an diesen Pisser. Und ja, also nicht, ich will es diesmal schaffen. Komm her. Da wird jetzt erstmal alles skippen, weil wir haben jetzt schon viel zu oft gesehen und ja, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr dazu. Bla 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 bla. Und ja, machen wir den jetzt einfach platt. Es wird heute passieren. Es wird passieren. Ja, ist gut. So, die ersten beiden Phasen dürfen kein Problem sein. Komm her. Also was hier? Boom. Zeit. Komm her. Bevor ich hier meine Chance verpasse. Boom. Machen wir einfach sofort hier eine Menge Schaden rein. War eigentlich Verschwendung, weil er hat, glaube ich, jetzt irgendwie so eine Fähigkeit, wo wenn ich drei Überlimit benutze, kann ich noch meine Missstart einsetzen? Nee. Ja, das wäre es ja noch, ne? So, auch ja, analysieren. So, wir haben ihn schon fast die Hälfte abgezogen, das ist schon mal gut. Wir machen aber auch Schaden. Wir sind immer noch am Reden gewesen. Wir haben schon 300.000 AP abgezogen. Es wird heute passieren, ey. Wenn ich jetzt immer noch verliere, dann höre ich mit dem Projekt auf, ey. Ich habe keinen Bock mehr auf das, ey. Ich bin schon über ein Jahr an diesem Projekt dran, ey. Und dann kommt der finale Boss und geht mir noch so auf den Nerven, ey. Das gibt es jetzt einfach nicht. Das ist schon mal als Octopath Traveler auf meinen englischen Kanal. Das kommt auch noch mit Zeitstopp. Jetzt eigentlich nicht so ein großes Problem ist.
Mach ich den Schaden? Weil ich noch in diesen Angriff drin war. Der hat übrigens keine, der setzt gar keine mystische Art ein. In diese Form, ne? Oh mein Gott, der ist schon leicht weg. Ja, und meine Nachbarin dreht auch gerade durch. Ihr gerade voll aufgestoßen, ja. Voll auf den Boden getreten. Worauf ich jetzt echt gar keinen Nerv drauf habe. Also. So, erste Phase überhaupt kein Problem. So, erste Phase. Ich mache annähernd ein Problem. So muss das überspringen. Und hoffentlich wird es diesmal. Los, komm, Konzentration. So, jetzt fängt es an nervig zu werden, ne? So. Bin ich jetzt über Limit 3? Keine Ahnung. Einfach mal X. Nee. Egal. Schnell, weil diese Form bekam, desto besser. War sehr gut. Ja, voll geil. Okay. Ja, wir tun ihn voll massakrieren. Ich glaube, zu warten ist, wir sind, weiß ich nicht, 35 Level höher. So. Ja, die dritte Form, das ist da drauf. Nicht überhaupt nicht drauf freue. So, jetzt fängt er an, nervt zu werden. Seinen blöden. Ich hau euch alle kaputt mit einem Schlag. Ja, wir machen so viel Schaden. So, komm. Ich merke auch gerade, wir sind die Amulette, die funktionieren. Wir bekommen keine Dings hier, keine Zustandsveränderung. Ich lasse einfach Zell uns hoch ein. So viel Schaden wird er schon nicht machen. Ah, zu weit weg. Greif doch an. Da machst du deinen Zauber noch fertig. Jetzt kannst du Dings machen. Zack, schon wieder daneben gehauen. Na, was? Da jemand anders hat gerade gemacht. Ich glaube, Flynn, ne? Ne, der ist immer noch blau. Da hab ich gedacht, das wird blau. Das ist gut. Aber ist auch noch nicht die schwierige Form, ne? Aber lieber auch schon mal schwieriger. Ey. Allein schon vorzustellen, dass ich hier mit halbem Schaden durchgehen wollte, ne? Ehrlich gedacht, dieser finale Boss so ein, kommt da Schmerz in den Hintern, ey. So, nicht mehr. So, nicht mal aushalten. Rico Bango. So, irgendjemand hat gerade einen Schaden bekommen, was? Ja, ich glaube, Film wurde direkt wieder blöd. Also nee, der geht aber nicht durch diesen Angriff. Ja, Rita, nicht der beste Zeitpunkt, gerade nach vorne zu stürmen mit den HP. Ja, ist der halt sich automatisch, wenn die andere halt, ne? Sehr gut. Und sie bekommt hin und wieder Überlimit, wenn sie genug heilt. Hat zwar nicht so gebracht, aber kann man ja machen. Ich muss sagen, Flim, was machst du da? Es war wirklich da hinten am Chillen gewesen mit Rita über das Wetter geredet. Oh man, all meine Angriffe tun ihn jetzt voll wegboxen, finde ich gut. Ab so, die nächste Phase läuft auch gleich so, ey. Zack, betroffen, ja, ne. Aber ja. Mein Gott, ey.
Oh, ihr geblieben. Oh. Nun schaffen wir. Solange nicht Rita aus irgendeinem Grund gleich wieder verreckt. Er hat ein Aua. Cell, nein. Oh, jetzt wird sie auch noch. Sehr blöde Ausgangsposition gerade. Jetzt muss sie sich erstmal hier heilen. Versuch mal das hier abzuwehren. So, gehe ich recht in der Annahme, dass er noch einmal seine eine mystische Art einsetzt in der dritten Form. Das wo ich so nämlich darüber nachdenke. So, heilen wir uns noch mal kurz hoch, bevor die nächste Phase beginnt. Ich den überhaupt. Nee. Wie habe ich den erkundet? Analysiert, sonst hätte ich ja nicht die Links gesehen. So. Mal wieder hier. Perfekt. Perfektes Timing. So. So. Ich kann die Cutscene nicht überspringen. Doch. Ich habe langsam auf in der Cutscene genug. Ich mir dreimal angesehen. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. So, jetzt geht's los. Alles klar. Ah, okay, 82. Komm her. Na, bitte lass dich noch. Der ist abgehauen. Nee, ist er nicht. So, gut. Naja. Weiß noch nicht, ob ich alles Teile einsetze. Mal schauen. Guck mal, ja, nee, nicht zaubern. Mein Gott, habe ich viel wenig HP. So, 200.000 abgezogen, schon mal. So, ich habe ein gutes Gefühl diesmal. Ich 18 Level über Level muss. Mit dem überhaupt mithalten zu können, ihn zu vernichten. Oh, ich gehe normalerweise nicht, wenn ich Level 200 oder so erreicht habe, gehe ich hier noch mal rein, massakriere den noch mal, einfach nur Spaßes halber. Gott, verdammt, geh weg von mich. Ja, blöd ist, der haut jetzt seine. So, oh weh, der taut jetzt alle hier weg. Irgendwie werden gerade alle getroffen aus Rita. Oh Mann. Ich glaube, wir werden alle sterben. Obwohl. Nee, überhaupt nicht. Nicht mal annähernd. Aber voll lächerlich. Gott. Ja, jetzt kommt natürlich die einzige Dingens, wie ich nicht gewappnet war. Damit X ist zum Glück Dingens meine Art Angriffe. Schreib mich hoch. Okay, geh weg von mich. Sehr gut. Okay, Überlimit. Kommt er wieder mit seinen Dings hier an, ne? Sein ich mach eure AP runter auf 1. Echt nicht schon 200.000 abgezogen, Freund? Naja, na oh, ja, haut natürlich noch raus im letzten Moment. So, Rita, überlebst du diesmal bitte? Okay, was? Was soll das? Warum frecken wir jetzt? Nein, ich hoffe, Stell. Gut,
Sai. Ey, das geht ja schon wieder los. Ich muss alles Teil einsetzen. Oh mein Gott, ey. Leck mich an. Der Kampf wird jetzt natürlich wieder ewig und 3 Tage dauern, aber geht so nicht, ey. So, vor allem, warum frecken wir ihn jetzt? Ich verstehe nicht, vom was das abhängt. Vor allem, wie unfair ist denn das dann? Weil es, wenn du jetzt irgendwie 4 Charaktere hast, die alle irgendwie verrecken, das ist ja voll billiger One-Shot, ja. Warum verrecke ich jetzt immer? Ey, was ist denn das? Und dann geht er immer sofort auf Estelle los. Und er hat überhaupt was machen kann. Was soll der Scheiß? Mein Gott, und das muss ich mir jetzt jede Minute geben. Oh mein Gott. Ey. Ja, und er ist... Du! Nein, oh mein Gott. Hey. Ja toll, meine Dings ist jetzt auch verschwendet. Ey, ich habe doch ein Alles-Teil eingesetzt. Mein Gott, ey. Warum ist der... Warum macht er mich denn jetzt so fertig auf einmal? Oh. Warum hauen die seine Angriff mich jetzt weg? Was soll das? Ich verstehe das nicht. Warum passiert das? Toll, ey. Super. Da muss ich mir jetzt jede Minute wahrscheinlich geben, ne? Jedes Mal. Wer seine Dings immer so oft einsetzt, ey. Mann, das ist doch voll unfair. Von was hängt das ab? Hey, Junge. Ich mir jetzt echt hier so was antun oder was? Oh. Ja, ist das echt das unfairste aller Zeiten. Und das ist ein normaler finaler Boss. Den musst du besiegen, um weiter, um das Spiel abzuschließen. Nicht irgendeinen optionalen Boss mit irgendeiner unfairen Kacke. Warum verrecke ich jetzt auf einmal? Ey! Hey, Junge. Macht der überhaupt mit seinen Dingern hier noch durch die Gegend? Nee, ne? Ach, jetzt muss ich wieder suchen, ne? Ich habe jetzt echt keinen Nerv für sowas. Und das könnte ich auch ausrüsten, aber den seine Dinger sind viel nerviger. Hi. Da wird wieder nichts, wenn das so weitergeht. Also muss ich für jedes Mal hier suchen, wo die ganzen Dinger nochmal sind, ey. Na. Mein Gott, wo ist das? Geil, ey. Ja, ist gut, mein Gott. Lass mich doch mal irgendwie eine, lass mir doch mal irgendwie eine Chance. Da, jetzt treffe ich den natürlich nicht. Komm her, du. Hör auf zu blocken. Ich krieg den heute down, ey. Das glaub mal.
Ah. Also, auch kaputt. Ja, meine Nachbarn ist auch schon am Durchgehen, ey. Dabei habe ich hier irgendwie Grund, mich aufzuregen. Ich habe noch nie so einen billigen Boss gesehen. Gibt's doch nicht. So, Hälfte haben wir schon mal. Der haut mich jetzt wieder weg, pass auf. Okay. Ah, jetzt geht das wieder los. Ey, ich wollte gerade meine Ausrüstung ändern. Ja, danke. So, warum habe ich jetzt überlebt? Was zum Teufel ist da für eine... Auf die Zauber. Nein! Nein, du! Ich hab das noch... Nee. Wow, geil. Ich hätte mir 100 von den Dingen hier aufstocken sollen, ne? Auf die Zaubern. Ja, super. Hey. Warum gehst du nur? Ich würde echt gerne mal wissen, worin das liegt, dass meine Charaktere manchmal sterben und manchmal nicht. Weil der Widerstand zu niedrig ist, das wird doch gar keinen Sinn machen. Wir haben den Widerstand von denen oder was? Weil ein magischer Angriff oder was ist? 603, 680, 932, 923. Nee, daran kann es nicht liegen. Ich würde das gerne mal wissen. Der hat aber noch 400.000 kommen. Wenn er mich jetzt noch im letzten Moment kaputt haut, ne? Ich krieg den diesmal. Pass auf. Naja. Also du kriegst jetzt Schaden wie blöd rein. Na ne. Na. Oh! Ich wollte schon sagen, oder Dings ausgerüstet. Na, danke, Flynn. Schon, du kannst nicht mehr so viel haben. 250.000. Geblieben. Naja. Du blöder. So habe ich mir so viel hergestellt von der Kolosseum. Also ich krieg dich. Ich gerade hochgehalten, du hast doch viel weniger gerade. Aber ich habe den abgehalten, seine mystische Art einzusetzen. Sehr gut. Komm her. Komm her, du beißt jetzt ins Grab, verdammt. Boah, ich möchte echt mal gern googeln, was andere Leute von diesem Boss hier glauben, ey. Ob ich der Einzige bin, der hier so Probleme mit denen hat, oder nicht. Ja. Ich mich bewegen. Oh. Naja, 200.000 Schaden kriege ich hin. Bam. Alter. Hat er nicht so eine Fähigkeit irgendwie? Also. Mein Gott. Ich hatte noch volle AP. Dann macht er irgendwie einen Angriff und ich bin weg. Oh nee. Nee.
Der ist betäubt. Nein. Ja, wir sind danach immer noch angehalten in der Zeit. So, auf wen gehst du los? Nein, nicht auf das Zelt. Aus 30.000, den kriegen wir. Mal her. Oh, jetzt haut der natürlich wieder ab. Komm her, jawohl. Oh mein Gott. Das war der nervigste Boss aller Zeiten. Hey Junge. Ehrlich. Boah. So eine Kacke. Allein die Idee, dass hier vielleicht noch andere optionale Bosse auf mich warten können, ne? Aber egal. Hier haben wir fertig. So, jetzt können wir das Spiel beenden. Außer jetzt kommt noch eine Phase an. Schmeiß ich den Controller aus dem Fenster, ey. エルシフル。約束。守れそうにない。エルシフルがどんなやつだったのかも知らねえ俺が言っても、説得力ねえけど、神魔戦争で人のために戦ったエルシフルってやつは、ダチのあんたに 人間を否定して生きることなんて望んじゃいないと思うぜ。エルシフルの望み、世界を守ること、生きとし生けるもの、心ある者の安寧。ユーリ、 急がないと。やるぞ。行くわよ、エステル。同調して。ジュディス、サポートお願い。あ、はや。リーズン・ディンガム・ヘムル。これも、あの、アイレーディング。ユーリ、行くわよ。ドキドキなのじゃ。頼むぜ、大将。 Oh, einfach so weg. Okay, etwas unspektakulär. Irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwas ist schief gelaufen. Oh, der ist doch noch da. Okay.
Alter. さあな、ブラスティアを失い結界もなくなった。けど俺たちはエランジマだからな。生きてる限りは何とかするさ。強いのだな。何、一人じゃないからな。リュク、またな。 Na gut. Hat dann noch mal so geklappt, ne? Sehr schön. Mir schon Credits. Alles klar. Gut. Ich nehme an, danach kommt aber noch irgendwie was. Weil nicht. Ist meistens so. Wir fahren was mit den Charakteren, alles passiert und so, keine Ahnung. Und ja. Gut, der Kampf war hart. Sehr hart, aber wir haben es geschafft endlich. Nicht eindeutig, obwohl ich 18 Level höher war. Ich würde zu gern wissen, ob andere irgendwie diesen Boss genauso beschissen finden wie ich oder ob der, weiß ich nicht, keine Ahnung, auf normal irgendwie nicht solche Sachen irgendwie macht oder ob der einfacher ist da. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Oder ob ich irgendwas vollkommen falsch gemacht habe in den Kampf. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich bin froh, dass ich ihn geschafft habe. Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen. Und ja. Das Projekt ist natürlich immer noch nicht komplett zu Ende. Wir können wahrscheinlich immer noch jetzt hier... Ich nehme an, jetzt können wir in... dieses Bonus-Dungeon hier, Rita, in dieses Bonus-Dungeon hier reingehen, ne, und weitermachen. Ich glaube, wir konnten nur zwei Ebenen vorher machen und jetzt können wir bestimmt ein bisschen weitermachen, ne. Und das geht dann immer ein bisschen weiter und ja, weiß ich nicht, wie lange noch. Ich denke nur zurück an den Zonenkäfig aus Tales of Graces. Und ja, mal schauen. Keine Ahnung, hat mit dem eine Fagus, finde ich ein bisschen interessant, weil das war wortwörtlich irgendein Monster, das um die Welt sich herumgeschlingen hat, ne? Was ich mich dann natürlich frage, ist, gibt es da im Universum von dieser Welt dann noch mehr solcher Viecher? Oder ich habe natürlich wieder nicht komplett in Erinnerung, wie das Viech nochmal entstanden ist. Ich glaube, das Viech ist irgendwie auf der Welt entstanden oder war schon immer irgendwie da, ich weiß es wieder nicht. Schon wieder vergessen, ich spiele das Spiel schon seit Jahren, also tut mir leid, aber ich sage irgendwie so was von HP Lovecraft, irgendwie so die großen Alten, irgendwie die über das Universum wachen und
aus ihrem ewigen Schlaf erwachen. Das ist mehr oder weniger das, was passiert ist in diesem Spiel, wenn ich so darüber nachdenke. Und ja, weil ich Duke fand ich ein bisschen blöd jetzt, ja, sehr große Überraschung. Ich fand den Boss blöd, ne, aber nee, ich meine, den seine Rolle so als finaler Endgegner. Ich meine, warum? Also, versteht ihr, was ich meine? Erst hast du Alexei, dann hast du den Adephagos, dann kommt auf einmal Duke so, so, jetzt habe ich keinen Bock, jetzt mache ich mal ein bisschen mehr Screen Time und boom. Weißt du, der hat ja nicht wirklich, ich meine, der wurde schon angedeutet, dass mit dem irgendwas Wichtiges, dass irgendwas richtig Mysteriöses oder Wichtiges mit dem irgendwie hier zu tun hat, aber keine Ahnung, das war jetzt nicht so eindeutig, dass der jetzt irgendwie was Böses will oder das kam einfach so aus dem Nichts, dass der auf einmal der Hauptbösewicht ist. Versteht ihr, was ich meine? Kommt mir halt nur so blöd vor. Oder ist das perfekt foreshadowed worden oder so, ich weiß es nicht. Und ja. Sollte vielleicht mal meine Review zu diesem Spiel geben. Ich fand das Spiel natürlich ausgezeichnet. Ich habe zwar eine riesige Pause zwischendurch gemacht, aber das lag nicht daran, weil das Spiel mir nicht gefallen hat oder dass ich keinen Bock mehr auf das Spiel hatte oder so. Aber ich musste halt ein paar andere Sachen erstmal erledigen und ich hatte mich damit abgefunden, dass dieses Projekt sowieso lang wird. Deswegen habe ich erstmal meine kürzeren Projekte hier zu Ende gemacht und ja, dementsprechend ist jetzt das Spiel immer weiter in den Hintergrund gelangt und ja, jetzt bemühe ich mich ja, hier alles zu erledigen von dem Spiel, alles zu komplettieren. Ich werde natürlich noch versuchen, Hideo Baba, ich werde natürlich noch versuchen, alles hier rauszuholen, alle Nebenquests, alle optionalen Bosse, alle optionalen Dungeons und was weiß ich, wenn es geht, noch alle Gegenstände, aber ich glaube, da habe ich wahrscheinlich sowieso schon ein paar Sachen verpasst, ne? Und ja, ich versuche so viel wie möglich noch hier zu komplettieren von diesem Spiel, bevor wir das Spiel beenden. Und ja, ist also noch nicht vorbei. Ich, der wievielte Part ist das? Der 109., 108. irgendwie sowas um den Dreh, ne? Und also nicht. Ich nehme an, so 20 Parts sind vielleicht noch so drin, ne? Je nachdem, wie viel noch kommt. Aber wenn ich dann alles so schneide, so wie vorher, also wenn ich zum Beispiel jede Ebene nur in einem Part reinpacke von diesen Mausoleum, keine Ahnung, ich habe den Namen vergessen. Und nehmen wir mal jetzt an, das hat irgendwie 10 Ebenen oder so, dann heißt das 10 Parts. Und dann weiß ich nicht, wo noch irgendwie optionale Bosse oder Nebenquests auftauchen. Wenn ich ja alle wieder so zusammenschneide, dann werden das wahrscheinlich auch wieder nur so 3-4 Parts vielleicht. Also so viel muss eigentlich jetzt nicht mehr kommen. Aber weiß ich ja noch nicht. Vielleicht hat das Spiel ja noch mehr. Ich habe schon, man muss auch sagen, ich habe schon viel irgendwie rausgeholt aus dem Spiel. Ich weiß nicht, wie viel noch übrig ist. So, hier haben wir jedenfalls Duke. Im Hintergrund lief übrigens das Opening vom Spiel. Was ich ja nicht gesehen habe auf diesem Kanal, aber ich schon lang kenne. Lang bevor ich das Spiel überhaupt angefangen habe zu spielen. Und damals kam es für die Xbox raus und ja. Da habe ich natürlich Adephagos besiegt. Ja, da habe ich mir schon gedacht. Was war dieser Schatten jetzt da? So, welchen extra Spielstand anlegen, ich weiß es nicht. Ja, ne, du mal extra Spielstand. So, falls ich noch mal gegen du kämpfen will, ich weiß es nicht. Speichern wir hin. Ja, gut. Also schön, jetzt werden wir wahrscheinlich in den Titelbildschirm gebracht. Wir können jetzt neues Spiel plus theoretisch machen. Ich meine, nur so gucken, was man sich da holen könnte.
Du kannst neu beginnen, indem du die Dateien des gewonnenen Spiels lädst. Sollte Inhalte zum Herunterladen werden übertragen. Ja, lass mal. Wird wahrscheinlich das Übliche sein. Ja, du kannst weiter nicht alle Arts übernehmen, alles Geld und so. Den Great Shop hier. Das Übliche nehme ich mal an. So, ich hoffe, normalerweise kommt immer so, wenn man den finalen Boss erlegt, so eine kleine, ja, so ein kleines Skit oder so. So im Sinne von, hey, wir haben, erinnert ihr euch noch an das und das? Vielleicht sollten wir das mal auschecken oder irgendwie sowas, aber anscheinend nicht. So, wir haben jetzt hier Ducke. Der müsste jetzt eigentlich hier drin sein, ne? Außer der zählt nicht als Dingens. So. Er hatte nichts zum Klauen, Gott sei Dank. Strahlender Geflügelter. Ach ja, Teufelswaffen, die sind da jetzt auch in unserem Besitz, ne? Mit neuen Fähigkeiten und so, ne? Okay, ich glaube, die haben jetzt ihre Dings entfacht, ne? Ihre wahre Stärke. Füge einen gewöhnlichen Angriff auf 3 weitere Treffer zu. Das ist doch mal krass. Ja, Teufelswaffen, die funktionieren in der Regel so. Oh, die sehen jetzt auch richtig krass aus. Teufelswaffen, die funktionieren in der Regel so, in anderen Tales auch spielen, je mehr Gegner du erledigst, desto mehr Schaden richtest du an. Und da ich ja schon 274 Stunden auf dem Buckel habe, eine Menge Kämpfe gemacht habe, haben sich natürlich so um die einige Monster hier so angesammelt. Und ja, deswegen mache ich so einen überkrassen Schaden jetzt, ne? Der Kampf, die Hälfte des Schadens eines Freundes, der in der Nähe ist, wird die von Freunden erzielten Erfahrungspunkte, wenn Kämpfe ohne Basis oder Arkanenarzt abgeschlossen werden. Ja, das wird wahrscheinlich nicht. Ah, von Freunden. Also jeder bekommt dann, ne? Ich bin immer so nervös, wenn es um sowas geht. Sie hat eiskalt gar keine Fähigkeit. Warte mal. Werden die jetzt einzeln hier angezeigt? Als Waffen. Na, komm mal hier. Die sehen jetzt ein bisschen anders aus, ne? Nee. Doch. Wo sind die? Das ist von Patty gewesen, ne? Muss mal zeigen. Na, guck mal, die sehen jetzt viel krasser aus. Finde ich gut. Sieht jetzt nicht mehr so schmutzig aus, sag ich mal. Die werden auch einzelne angezeigt als eigenständige Waffen. So, hatte sie jetzt einen Stab oder ein Schwert? Ich kann nur einfach, wie mache ich das hier so? Oder auch nicht. Na, wo ist ihr Ding? Und ist sauber. So, wollte schon sagen, würde ich doch sehr schnell erkennen, weil er halt super powered ist. So, zeig mal. Boom. Sandsperr, zerrig. Ah, ich sag, ich so ein Level höher als die Menge der verwendeten Anzeige. So, Yuri hatte das doch, aber ich hatte nie ausgerüstet anscheinend, ne? So, ich werde ja, was auch immer jetzt alles kommt, ich werde da einfach so durchbrettern wahrscheinlich mit, ne? Während des Überlimits. Alter, 3000. Also, was auch immer jetzt hier noch so nebenbei kommt, ne? Ich werde das alles sofort von erledigen. Aber ich habe ja keinen Charakter, der wenig Kills hat. Manchmal aktivieren das Überlimit, manchmal Level 4 ohne die Anzeige zu lernen oder leere der Anzeige. Oder leere die Anzeige ohne überhaupt das Überlimit zu erreichen. Was? Egal bei was ich hier einsetze, hier. Auch wenn ich nur Level 1 einsetze. Keine Ahnung.
So, wo ist jetzt seine? Das war ein Hammer, ne? Ich glaube, ich weiß nicht. Ist doch eigentlich erkennen, ne? Da müsste ja eigentlich, ja. Je nachdem, was hier, wo die Attacke hier hochgeht, wie blöde. 4700, 3100, 3400 Magie. Oh, ist der das am wenigsten deutlich? Repeat hat mehr Angriffskraft als Yuri, glaube ich. Ne, rede ich denn da? So, ja. Komm mal irgendjemand her. Am liebsten würde ich jetzt noch mal mit Duke kämpfen, mit diesen Waffen. Na, wie stark seid ihr? 5200. Okay, das ist jetzt nicht so unglaublich broken. Na, ich jetzt habe ich ja immer Ruhm ausgerüstet. Ich meine, jetzt immer noch derbe Schaden, aber mein Gott, ich hätte jetzt erst irgendwie das Kolosseum machen sollen auf Level 100. Der wäre viel einfacher gewesen. So, gibt ihr irgendwie ein Skit ab über die Teufelswaffen? Nö, okay. Damit mich jetzt noch interessieren würde. Auf der rechten Seite war noch so ein Aufzug, den ich immer noch nicht aktivieren konnte. Kann ich jetzt da irgendwie was machen auf der rechten Seite? Ich weiß es nicht. Deswegen gucke ich ja jetzt mal. Blip. Geh bloß nicht da hoch. So, keine Ahnung, was hier mit auf sich hat. Also, ja. Gut, aber ich würde dann sagen, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Das war's mit dem finalen Boss des Spiels. Mehr folgt noch in den nächsten Tagen, Wochen. Nein, nein. Ich hoffe, es werden nur Tage sein. Und ja. Ich weiß, seine Angriffskraft jetzt schon wieder hochgegangen. Ja, ne? 4784. Gut. Ich werde wahrscheinlich erst einmal die ganzen Fähigkeiten hier lernen. Und mich austoben. Und dann, warum hat sie als einzige keine Fähigkeit? Wurm ich so ein ganz kleines bisschen. Oder sie? Sie auch nicht. Doch, sie hat. Gott. Weiß ich nicht. Ich gehe mal hier raus und dann sehe ich mal, wie ich den nächsten Part hier weitermache. Ne? Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und meine Frustration und meine Verzweiflung in dem finalen Bosskampf. Ich bedanke mich allen fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr interessiert, doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.